bevor der Meister eintrifft. Kaltura Virethen. Wenn es sa- So nah. Die Quelle kennt ihr Gefäß. Und jene, die sie berauben wollen. Aus dem Weg, Inquisitor. Ich habe die Prüfungen gemeistert, vor die ihr mich gestellt habt. Und nun bitte ich euch höflich, geht jetzt oder gar nicht. Nein, Calpurnia. Wir müssen uns unterhalten. Das stimmt. Ich hätte euch nicht für so kultiviert gehalten. Ihr dient eurem Volk. Ich gebe euch eine letzte Chance, es zu retten. Die Quelle der Trauer enthält Wissen im Überfluss. Eine Macht, die von jenen zurückgelassen wurde, die die Elfen als Götter verehrten. Das Nichts ohne den Anker zu betreten, das ist es, was die Quelle der Trauer Korypheus ermöglichen wird. Wenn das so ist, warum greift Korypheus dann nicht selbst nach der Quelle? Ich werde sie wie einen übervollen Kelch zu ihm bringen. Erkennt ihr das denn nicht? Ich wusste, ihr würdet die Quelle selbst benutzen, um ihre Weisheit zu plündern und Korypheus zu besiegen. Aber ihr wärt kaum mehr als ein Kind, das mit einem Schwert spielt. Ein Schwert, das Korypheus meisterlich schwingen wird. Sobald ihr aus der Quelle getrunken habt, wird Korypheus ein Ritual mit euch durchführen. Ihr werdet ein seelenloses Werkzeug. Eine Sklavin seines Willens. Das... Wo ich herkomme, müssen solche Geschichten erst bewiesen werden. Hier, die Seite mit seinem Bindungsritual. Er hat es bei eurem Meister versucht, Erasthenes. Woher wisst ihr das? Und diese Runen, niemand hat sie benutzt seit... Er hat so viel versprochen und es war alles gelogen. Wenn Hiddes Kafan was? Er wollte Tevinter einen wahren Führer geben. Hätte Korypheus mich missbraucht, hätte er auch sie missbraucht. Ich war blind. Vielleicht braucht Tevinter eine starke Führerin. Seid diese Frau, solange ihr noch könnt. Verspottet mich nicht, Inquisitor. Als würdet ihr mich gehen lassen. Eine gute Idee. Wir könnten zu Hause wirklich einen Reformer gebrauchen. Falls Korypheus triumphiert, hört zu. Wenn ihn irgendeine Macht aufhalten kann, dann die der Quelle. Mag sein, dass der Preis zu hoch ist, aber wenn ihr ihn zahlen könnt, entmachtet ihn. Vitae Benefaria, Inquisitor. Folgt uns nicht. Ich gebe euch etwas Zeit, bevor ich mich meinem Meister stelle. Danach kehre ich nach Tevinter zurück, sofern noch etwas von mir übrig ist. Abelas! Ihr habt seine Abschiedsworte gehört, Inquisitor. Der Elf will die Quelle der Trauer zerstören. Dann ist das Heiligtum jetzt also geplündert. Ihr hättet die Quelle selbst zerstört, wenn ihr gekonnt hättet. Um sie vor euren gierigen Fingern zu bewahren. Es wäre immer noch besser, sie zu verlieren, als sie den Unwürdigen zu überlassen. Na, ihr würdet damit das Erbe eures Volkes in den Schatten verrotten lassen. Korypheus brauchte Calpurnia, um die Quelle zu benutzen. Mit ihr hat er auch das dazu nötige Gefäß verloren. Sobald wir gehen, wird er mehr Truppen schicken, um diesen Ort zu sichern. Diese Quelle gewährt Macht, Inquisitor. Und wenn sich diese Macht gegen Korypheus richten lässt, könnt ihr es euch dann leisten, sie nicht zu nutzen. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt? Ist ein Diener von Mythal am Ende seiner Tage angelangt, gibt er sein Wissen weiter. Hierdurch. Alles, was wir waren, alles, was wir wussten, es wäre für immer verloren.
Das muss schwer sein, an dem festzuhalten, was übrig ist. Ihr habt ja keine Ahnung. Jedes Mal, wenn wir erwachen, entgleitet es uns mehr. Wozu bleibt ihr dann? Warum erfüllt ihr eine sinnlose Pflicht? Ihr habt Mythal Respekt erwiesen. Das birgt eine Rechtschaffenheit, die ich nicht leugnen kann. Ist es das, was ihr wollt? Aus dem Virabella Sen trinken, um euren Feind zu bekämpfen? Nicht ohne eure Erlaubnis. Man erhält keine Erlaubnis dazu. Man erwirbt sich das Recht. Der Virabella Sen könnte die Kräfte eines Sterblichen übersteigen. Stellt euch ihm, wenn ihr müsst. Aber eines sollt ihr wissen. Ihr seid dadurch auf immer an Mythals Willen gebunden. Gebunden? An eine Göttin, die nicht mehr lebt, falls sie je existiert hat. Gebunden, wie wir es sind. Die Entscheidung liegt bei euch. Wäre es möglich, dass Mythal noch immer existiert? Alles ist möglich. Glaubt man den Legenden der Elfen, wurde Mythal von Fen Harrel überlistet und ins Jenseits verbannt. Die Legenden der Elfen sind falsch. Der Schreckenswolf hatte nichts mit ihrer Ermordung zu tun. Ermordung? Ich habe nicht gesagt, dass sie... Sie wurde getötet, sofern man eine Göttin töten kann. Verraten von jenen, die diesen Tempel zerstörten. Doch der Virabella Sen bleibt. Genau wie wir. Das ist doch etwas. Werdet ihr den Tempel verlassen? Unsere Pflicht ist getan. Wozu bleiben? Das Reich hat große Anstrengungen unternommen, um die Geschichte der Elfen auszulöschen. Ihr seid vielleicht die Letzten, die Wahrheit kennen. Würden die Elfen eurer Länder der Wahrheit zuhören? Vielleicht. Wäre es nicht ein Versuch wert? Das wäre es wohl, Shemlin. Ja. Es mag sein, dass uns nur Utenera erwartet. Der glückselige ewige Schlaf, aus dem es kein Erwachen gibt, wenn uns das Schicksal gnädig ist. Danke für dieses Geschenk, Abelas. Dank mir noch nicht, Shemlin. Wie ihr seht, ist der Illuvien unversehrt. Wenigstens in diesem Punkt hatte ich recht. Ist er immer noch eine Gefahr? Kann Korypheus ihn benutzen, um in das Nichts zu reisen? Als ich euch durch meinen mitnahm, sagte ich euch, jeder Illuvien braucht einen Schlüssel. Die Quelle ist der Schlüssel. Nehmt ihre Macht in euch auf. Und Mythals letzter Illuvien ist für Korypheus nicht viel mehr wert als Glas. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quelle so hungrig ist. Wir dürfen nicht zu sorglos sein. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, den die Quelle verlangt. Außerdem bin ich am besten dazu geeignet, ihr Wissen in euren Dienst zu stellen. Von allen Anwesenden habe ich allein die Ausbildung, um mir die Quelle zunutze zu machen. Lasst mich aus ihr trinken, Inquisitor. Seid ihr nicht besorgt wegen des Preises? Auf immer an Mythals Willen gebunden? Gebunden an den Willen einer toten Göttin? Das klingt mir eher nach einer leeren Drohung. Sicher, ein leichtes Unbehagen bleibt. Alles andere wäre gelogen. Aber Angst habe ich nicht. Welche Ausbildung befähigt euch dazu? Ich habe uraltes Wissen studiert, bin in Mysterien eingetaucht, von denen ihr nur träumen könnt. Könnt ihr mir ehrlich sagen, jemand wäre besser geeignet als ich? Was ist mit euch, Dorian? Ein Mensch aus Tevinter, der nach den letzten Resten des Wissens der Elfen grapscht? Ich weiß, warum ihr fragt. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich kann nicht dieser Mensch sein. Ich wäre besser geeignet. Ihr führt die Inquisition an. Dieses Risiko könnt ihr nicht eingehen. Ich habe die größte Chance, einen Nutzen aus der Quelle zu ziehen. Für alle.
Lasst mich trinken. Was hält euch davon ab, mit dem Wissen zu verschwinden? Mein Wort. Falls euch das nicht reicht, Korypheus bedroht uns alle. Selbst mich. Er muss aufgehalten werden. Und wer hält euch auf? Ich, Inquisitor, will weder Unsterblichkeit noch euren Tod. Was meint ihr? Mir behagt das alles nicht. Von mir aus kann Morrigan aus der Quelle trinken, wenn sie unbedingt will. Ich denke, diese Macht wäre bei euch in besseren Händen. Aber das habe ich nicht zu entscheiden. Ihr fragt mich? Die ganze Sache ist verflucht. Seltsam. Ich verstehe ja kaum, was das alles bedeutet. Schluss mit dem Palaver. Wie entscheidet ihr euch? Sie gehört euch. Morrigan? Geht es euch gut? Elassin Selah. Visan. Visanala. Ich bin unversehrt. Es gibt viel zu besprechen. Aber jetzt... vollbracht. Melde gehorsamst. Wir haben die Schlacht gewonnen, Inquisitor. Als ihr durch diesen Spiegel gegangen seid, sind Korypheus und sein Erzdämon geflohen. Warum, weiß ich nicht. Was er wollte, war nicht mehr im Tempel. Vielleicht. Er hat so lange versucht, in den Tempel zu kommen, dass er seinen Truppen in diesem Moment wohl nicht hätte helfen können. Dann ist Korypheus erledigt? Wenn er klug ist, versteckt er sich, um wieder zu Kräften zu kommen, bevor er erneut angreift. Er wird sich nicht verstecken. Das heißt, er wird uns direkt angreifen, auf der Himmelsfeste. Nicht unbedingt, aber er wird auch nicht untätig bleiben. Und woher wollt ihr wissen, was er vorhat? Die Quelle der Trauer war voller Stimmen, die nun über die Zeitalter hinweg mit mir sprechen. Sie kennen Weisheiten und Geheimnisse, die ich nie für möglich gehalten hätte. Aber selbst sie fürchten das, was Korypheus geworden ist. Müssen wir ihn mehr fürchten als seine Armee? Möglich. Aber ihr habt Glück. Er hat eine Schwäche. Sein Drache ist nicht wirklich ein Erzdämon, sondern nur ein Drache, den Korypheus mit einem Teil seines Selbst beseelt hat. Zweifellos ein Akt des Stolzes, um es den alten Göttern gleich zu tun. Aber dieser Stolz kann sein Untergang sein.
Tötet ihr den Drachen, kann er nicht in andere Körper fahren. Das ist eure Chance, ihn zu töten. Seid ihr sicher? Wenn es keine Körper gibt, in die er fahren kann... Ihr geht davon aus, dass seine Macht Grenzen hat. Aber das ist nicht der Fall. Was schlagt ihr dann vor? Es dürfte schwierig werden, den Drachen zu töten, falls wir ihn überhaupt finden. Es gibt einen Weg, den Drachen zu besiegen, um Korypheus ebenbürtig zu sein. Die Quelle flüstert es mir zu. Ich werde eure Hilfe brauchen, Inquisitor. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, damit wir anfangen können. Ich organisiere einstweilen die Verteidigung der Himmelsfeste. Überwältigend. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Ich verstehe jetzt die Feinheiten hinter den Elfenworten. Das alte Wissen enthüllt Muster, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Diese Flut an Bildern ist berauschend. All die Wahrheiten, die direkt vor uns liegen. Erzählt mir mehr. Nehmt zum Beispiel die Illuvien. Man dachte immer, ihr Nutzen sei verloren gegangen, nachdem Tevinter Alethan erobert hatte. Dabei hatten die Altelfen schon lange zuvor sämtliche Pfade zum Kreuzweg verschlossen. Sie bekriegten sich gegenseitig und die Illuvien wurden versiegelt, damit kein Feind sie für einen Angriff nutzen konnte. So vieles wurde missverstanden. Es wird Jahre dauern, bis ich alles aufgenommen habe, sofern ich die Chance dazu erhalte. Es freut mich, dass ich euch zumindest das ermöglichen konnte. Mich auch, glaubt mir. Doch natürlich hat nichts von alledem etwas damit zu tun, warum ich euch hergebeten habe. Ich sagte euch, es gäbe einen Weg, Korypheus Macht gleichzukommen, Inquisitor. Und den gibt es tatsächlich. Wir müssen Mythal beschwören. Sagtet ihr nicht, Mythal wäre seit Ewigkeiten tot? Oder ein Mythos? Was auch immer Mythal war. Eine Göttin, ein Mythos oder eine uralte Wesenheit. Die Stimmen der Quelle sagen, ihre Macht existiere noch. Wie oder in welcher Form, kann ich nicht sagen. Aber diese Macht ist genau das, was wir brauchen. Ich muss einen Altar in der Wildnis aufsuchen, um die Beschwörung durchzuführen. Und ihr müsst mich begleiten. Ich hoffe, ihr braucht mich nicht für irgendein Opferritual. Der Altar wird möglicherweise bewacht oder wartet mit anderen Überraschungen auf. Aus diesem Grund wäre es am besten, wenn ihr mich begleitet. Stellt euch nur vor, was wir alles erfahren werden, Inquisitor. Nicht wenige würden ihr Leben dafür geben, derartige Geheimnisse zu enthüllen.
Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ein Ende!